Hallo und herzlich willkommen hier in Lannisport zurück bei Banished. Mit mir Gaius Julius Caesar und wir befinden uns mitten im kalten Winter. Boah, da wird mir persönlich auch schon richtig kalt, wenn ich das so sehe. Die Atmosphäre, die ganzen Dächer, alles voller Schnee, selbst hier auf dem Marktplatz. Aber es geht weiter, das Leben, nach 17 Jahren schon. Was haben wir hier? Wayland Rowe wurde ein Student. Alles klar, 6 Kinder, 6 Studenten, 26 Erwachsene. Leute, wir brauchen einfach mehr Menschen. Ich habe jetzt mal die Hoffnung in Zukunft, dass hier Nomaden kommen. Derzeit ist das leider noch nicht der Fall. So, was steht denn eigentlich als nächstes an? Der Friedhof hier ist fertig. Wir haben unsere Kirche, wir haben unser Rathaus. Ist jetzt, nee, noch kein Grab belegt. So, gleich oder bald wird es wieder Frühling. Oh, und ich sehe gerade, ja, unser Speicher ist gut gefüllt, ehrlich gesagt. Trotzdem müssen wir wieder Farmer einstellen und das heißt, irgendwo anders müssten wir weniger machen. Oh, okay, wir haben sehr viel Holz, sehr schön. Das heißt, wir machen mal einen Forester wieder weniger und einen Farmer dafür wieder mehr. Wunderbar. Ja, uns fehlt derzeit wirklich an den Arbeitern. Oder allgemein an den Personen. So, wir haben ein Schiff hier. Was haben wir denn schon? Oh, Walnuss. Walnüsse, also Walnusssamen. Die kosten 2000. Boah. Weiß ich nicht, ob wir das... Brauchen wir Walnusssamen, Leute? Ich glaube, wir hätten auch noch andere Sachen, die wir pflanzen können. Wir schauen noch mal kurz nach. Ja gut, Pumpkin gibt es noch. So, jetzt ist die Frage. Ich meine, wir haben derzeit immer noch ein Feld. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Walnüsse hier so... Ich meine, wir haben derzeit eh nicht so viele Menschen, deswegen... Nee, das ist mir zu teuer. Wenn Tiere kämen, na Leute, wenn Tiere kämen, dann würde ich die 0, nichts nehmen. Dann würde ich das 0, nichts kaufen. Aber Samen wiederum... Erstmal nicht. Erstmal nicht. So, hier wird wunderbar gesät. Das freut mich hier, unser zentrales Feld. Naja, mittlerweile hat sich ja die Stadt hier ein bisschen hin verlagert. Es ist gewachsen, das finde ich sehr schön. So, wir schauen mal hier. Aha. Eine Frau mit einem Kind. Ganz alleine. Interessant. Oh, hier ist auch einer ganz alleine im Haus. Also anscheinend brauchen wir derzeit noch nicht mehr Häuser. Wir haben eigentlich genügend, oder? Obwohl, kann man je genügend Häuser haben? Die Leute sollen doch hier in neue Häuser ziehen. Damit es mehr Kinder gibt. Die Frage ist, wir können noch mal kurz schauen, würde ich sagen. Wie die Wege so sind. Das ist mal ein wichtiger Indikator. Okay, der ist gleich hier. Der auch. Der ist hier ein bisschen hier drüben. Wir könnten hier rechts noch ein Haus bauen. Dann hätten wir hier 4 Häuser. Das wäre vielleicht noch eine Option. Schauen wir trotzdem nochmal. Ne, halt, falsch. Das machen wir mal wieder weg. So. Das ist hier. Ja, das war dort. Das ist hier beim Feld. Ja, ich glaube, es macht schon Sinn. Der eine Fischer notfalls, genau. Okay, wir machen das mal. Ich meine, wir haben derzeit die Ressourcen. Ich wüsste jetzt gerade nichts, was wir noch Besseres bauen. Deswegen machen wir einfach noch ein Haus. Gut, die Mine. Aber ein Haus machen wir noch. Und danach werden wir mal die Mine, die hätte ich nämlich fast vergessen, wieder auf den Plan schicken. Das bauen wir schön hier hin, würde ich sagen. Das wird direkt mit einer Steinstraße verbunden. Machen wir erstmal so. Weil es so schön ist, machen wir hier einen Weg. Gut, das kann gebaut werden. Genügend Holz haben wir ja. Stein reicht auch so. So, aber als nächstes, das hätte ich nämlich fast vergessen, werden wir auf diese besondere Mine sparen. So, welche war das denn gleich? Nein, die hier war das. Und das kostet immerhin 68 Stein. Da können wir Kohle...
und Eisen uns holen. Für die Zukunft ist das gut. Wir haben halt nur gerade sehr wenig Arbeiter. Aber gut, einige sind jetzt hier in der Steinmine wirklich beschäftigt. Deswegen ist das derzeit kein Problem. Wir könnten uns schon mal überlegen, wo das dann hinkommt. Ah, die muss die vielleicht irgendwo hier? So, es ist jetzt die Frage, wohin? Okay, also anscheinend muss sie wirklich zu einem Berg hin. Okay. Ja, ein bisschen außerhalb schon, oder? Hier irgendwo? Hm. Wollen wir die schon hier bauen? Das ist so schön, sieht das, finde ich, nicht aus, wenn wir hier eine Mine bauen. Aber ich glaube, hier passt keiner hin mehr. Nee. Nee. Dafür ist das alles viel zu... ja, uneben. Haben wir hier überhaupt noch sonst Berge im Süden? Im Süden sind ja kaum Berge. Hier würde ich hier hinpassen. Was ist hiermit? Nee, ich glaube, da oben ist schon der richtige Weg. Jawohl. Ah, ganz knapp passt sie hier nicht hin. Hier unten haben wir unsere Steinmine, weit weg von unserer großen Siedlung. Ja, ich will es jetzt halt auch nicht enorm weit weg machen. Ich glaube, natürlich könnten wir es hier drüben bestimmt irgendwo machen. Irgendwie... oh, so gut geht es auch nicht. Das ist ja interessant, dass die hier nicht so perfekt geht. Hier würde sie theoretisch hinpassen. Aber ja, ist das jetzt zu weit weg, Leute? Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir könnten es auch hier drüben, vielleicht passt es hier noch irgendwie. Hm. Ich meine, es wird wahrscheinlich eh keine riesige Stadt, die wir bauen. Irgendwann ist bestimmt auch der Enthusiasmus weg. Und hier wäre es schon wieder, finde ich, zu weit weg, oder? Von den Häusern. Also ich finde hier schon eigentlich kein schlechter Ort. Warte mal, wie war das? Kann man die vielleicht hier noch ein bisschen drehen? Irgendwie. Das ist jetzt sehr viel rumbasteln. Wir haben gerade die Zeit. Es ist gerade nichts Wichtigeres zu tun. Da könnten wir uns die Zeit nehmen. Nee, irgendwie passt es nicht perfekt, wenn wir das so seitlich machen. Nee. Es muss wirklich hier hin. Ah, aber kann man das nicht ein bisschen hier links hinbauen? Nee, irgendwie müssen wir wirklich so weit rechts wie fast, wie es nur geht. So, hier wird sie hinpassen. Bauen wir hier die Mine hin, dann hätten wir immer noch rechts ein bisschen Platz für einen schönen Stadtkern, für ein paar schöne Häuser. Können wir die noch ein bisschen höher bauen eigentlich? Ich würde sie aber gern trotzdem so weit links wie möglich. Okay. Hier hin. So, dann ist es jetzt entschieden, Leute. Die Mine ist hier geplant. Aber natürlich wird hier erstmal noch auf Stopp gedrückt. Aber jetzt wissen wir, dahin werden wir in Zukunft die Mine bauen. So, schauen wir doch jetzt mal zu unserem Haus. Und zu unserem Feld, da wird schon wieder abgeerntet im frühen Herbst, wunderbar. So, wir müssen auch aufpassen. Oh ja, das läuft bald über hier. Der soll mal ein bisschen mehr zum Marktplatz holen. Ja, macht er schon, sehr gut. Wir müssen wirklich bald auch mal über einen neuen Storage-Spahn nachdenken. Ne, was ist jetzt hier das Problem? Ach, wir müssen die Nahrung... das Limit für Nahrung erhöhen. Ui, das hatten wir aber auch noch nie, Leute. So viel Nahrung im Überfluss. Ich würde sagen, neue Menschen können kommen, Nomaden am besten. Ah, schaut mal hier. Direkt wieder zwei Leute, aber ein deutlicher Altersunterschied. Ist das wieder ein Vater mit seinem Kind? Hm. Komisch, Leute, komisch. Normal sollten noch junge Paare zusammenziehen. So, was haben wir hier? Oh, schade. Ein Sammler ist gestorben. Oh, wir haben keine Arbeiter. Aber das können wir ja natürlich sofort ändern. Hier oben hatte ich auch noch ein paar Sachen verpasst. Das
Natharin wurde ein Student und ein Kind namens Sabrinley wurde geboren. So, hier starb eben ein Sammler und Edmonica wurde der neue Sammler. Brauchen wir so viel Sammler? Wie viel Bären? Na, wir haben nur 22 Bären. Wollen wir jetzt vielleicht mal einen Brauer kommt, Leute. Wir stellen mal einen Brauer ein und schauen, was der macht. Ob der jetzt das Ale zum Markt bringt oder wie das ausschaut. Wer ist denn jetzt unser Brauer? Das können wir doch nachschauen. Hier. Ach, der wohnt gleich hier, oder was? Quante. 3 Sterne. 3 Herzen. 5 Sterne. Sehr zufrieden. Der Mann. Wurde das jetzt schon hier hingebracht? Lass mich mal kurz schauen. Nee. Wo wird denn das hingebracht? Oh, Leute. Woodcutter. Oh, ich habe leider vergessen, hier auf das Feuerholz zu achten. Und es wird Winter. Das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt sehr gefährlich. Ich hoffe mal, der schafft das. Aber wir schauen trotzdem mal. Ach, der macht hier noch schön weiter. Okay, der hat die ganzen Beeren verbraucht. Seht ihr hier irgendwo den Alkohol? Ich finde den irgendwie nicht. Wird er vielleicht direkt hier vergeben? Ich weiß es nicht. Wofür denn der bitte verbraucht? Na gut, hier ist auch noch ein bisschen Feuerholz, aber ich würde schon gerne mehr Feuerholz haben zur Verfügung. Wo ist denn ein Holzfäller? Dann könnten wir in die Nähe nochmal einen Woodcutter bauen. Hier unten vielleicht. Ja. Hier, Forester. Ach, das geht bis hier hoch, okay. Dann bauen wir doch mal sicherheitshalber vielleicht trotzdem noch einen. Wo haben wir ihn denn? Bin ich jetzt schon dran vorbeigegangen? Hier ist er doch, glaube ich, gleich das erste, der Woodcutter. Bauen wir den hier so seitlich noch hin? Dann wäre hier noch Platz für irgendetwas. Oder wir bauen ihn vielleicht hier hin. So ein bisschen nah ran. Dann bauen wir hier noch einen Woodcutter. Und ich würde sagen, wir können den Brauer wieder mal wegbestellen. Der Woodcutter muss wieder viel machen. Das ist wieder wichtig. Und ich müsste mir echt mal anschauen, ob wir diesen Brauer ständig brauchen, dass der das verkaufen kann. Nee, Tiere haben wir derzeit noch nicht. Was wir uns auch mal überlegen könnten. Nee, wo haben wir es? Hier. So ein schönes. Vielleicht hier unten. Wenn hier oben so ein bisschen der Stadtkern ist, könnte man hier unten. Bisschen weiter weg vielleicht. Hier. 9x9 vielleicht. Können wir noch mal was hin tun? Ein Feld. Hier oben kann dann noch mehr Gebäude, können noch mehr Gebäude hin. Plamm. Okay. Sind das jetzt auch Farmer? Ja, das sind auch Farmer. Okay, interessant. Ich meine, wir haben genügend Nahrung, aber einfach um die noch ein bisschen abzuwechseln, machen wir das mal. So, und jetzt haben wir wirklich langsam ein Problem. Wir sind im Frühling und haben keine Leute mehr. Okay, wir werden mal Stonecutter hier abbestellen. So. Gatherer machen wir mal weniger. Ja, alles andere brauchen wir leider. Machen wir mal noch einen Stone-Cutter weniger. Ja gut, wir haben ja sehr viele Arbeiter eigentlich jetzt. So. Jetzt passt das nämlich. Jetzt könnten wir hier auch mal Äpfel. Ja, was sind das? Äpfel? Plum? Weiß ich jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall könnten die da jetzt mal was pflanzen, würde ich sagen, oder? Gut, und ich würde sagen, damit wären wir auch am Ende. Wir haben einiges geschafft in dieser Folge.
Wir haben hier wieder was geplant. Für die Zukunft können wir das, denke ich, fast schon nächste Runde bauen, Leute. Die Mine. Dann zählen wir hier unten jetzt Äpfel an. Wenn es Äpfel sind. Irgendwas auf Bäumen auf jeden Fall. Und unsere Stadt wächst und gedeiht, würde ich sagen. Hier unten, schaut euch das mal an. Hier wurden schon wieder Kinder geboren. Langsam läuft's. Ihr könnt euch auf die nächste Folge Banished freuen. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.